Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bauwerkparkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Jeder kennt es, die meisten haben es auch schon mal gebraucht. Ein WC von der Geberit Zrapperswil-Jona. Der Ostschweizer Sanitärproduktehersteller ist auch auf dem internationalen Markt eine Grösse, sieht aber vor allem in Nordamerika noch Wachstumspotenzial. Und da kommt das Praxisprojekt von der Ost, der Fachhochschule Ostschweiz, ins Spiel. Wir haben den Auftrag für Geberit Nordamerika, eine Markteintrittsstrategie uns zu überlegen, für hinter der Wand versteckte WC-Systeme und nachher auch darauf basierend ein Marketingkonzept zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ost ist für den Auftraggeber von Anfang an auf der Hand gelegen. Ja, wir sind ein Ostschweizer Unternehmen. Und da liegt es natürlich nach, dass wir das mit Studenten aus der Gegend machen. Und ich denke, Geberit hat auch eine lange Tradition hier, angefangen von Rapperswil, aber auch eben mit St. Gallen zusammenzuarbeiten. Das Praxisprojekt liegt aber nicht allein in der Verantwortung der Ost. Es ist ein Joint Venture mit der Robert Morris University in den USA. Das Team setzt sich aus 3 Schweizer und 3 amerikanischen Studierenden zusammen. Und die Zusammenarbeit über die Distanz von 2 Kontinenten hat am Team einiges abverlangt. Das heisst, wir haben uns eine Woche zusammen gesehen, also das ganze Team in St. Gallen. Im Januar 2020 war das. Und nachher haben wir nur noch virtuell zusammengearbeitet. Wir in St. Gallen und die anderen in Pittsburgh in den USA. Die Studierenden haben mit 36 Experteninterviews und 325 Einzelumfragen die nötigen Daten zusammengetragen. Die Schwierigkeit war eher, dass man in den USA diese Art von vorgefertigten WC kaum kennt, sagt der Teamcoach aus der Schweiz, Franziska Weiss von der Fachhochschule Ost. Also die größte Herausforderung für das Studierendenteam war, innerhalb dieser telefonischen Interviews mit spezialisierten Firmen, auf Modulbauten, spezialisierten Firmen, Architekten, Designern, die Vorzüge von einem unbekannten Produkt zu vermitteln. Das Praxisprojektteam hat sich nicht ablenken lassen, hat konzentriert und strategisch gearbeitet und den am Auftraggeber seine breit abgestützten Ergebnisse präsentiert. Wir haben eine umfassende Forschung gemacht über ganz Nordamerika und Kanada. Und wir haben dann Top 5 Staaten herausgefunden, wo es für Geberit sich lohnen könnte, in den Markt einzutreten. Und weiter haben wir ein ganzes Marketingkonzept entwickelt mit 4 Marketing-Personas und zusätzlich auch Bearbeitungsideen für diese Personas. Die Ergebnisse des Praxisprojekts haben viel von der Annahme bestätigt, die Geberit bereits vom amerikanischen Markt hatte. Die Untersuchungen der Studierenden haben aber auch viele neue Denkanstöße gegeben, sagt Ron Jefferson von der Geberit Nordamerika. Die Resultate, die sie abgeliefert haben, waren sehr gründlich und ehrlich gesagt haben sie vielfach unsere festgefahrenen Meinungen durcheinander gebracht. Vom Markt und von dem, was wir gemeint haben, es funktioniert. Das ist gut. Sie haben uns eine andere Perspektive gezeigt. Das Praxisprojektteam der Ostschweizer Fachhochschule Ost hat der Geberit Nordamerika nicht nur den besten Weg für einen Markteintritt mit vorgefertigten WC aufgezeigt, sondern hat auch die passende Marketingstrategie dazu geliefert. So haben sie auch noch einen weiteren Erfolg erreicht. Nomination für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung. Wir haben uns eigentlich anfangs vom Projekt das Ziel gesetzt, dass wir zumindest in die Vornominationen kommen, um uns so ein bisschen selber motivieren und anstrengen. Und sind jetzt natürlich sehr stolz und freuen uns, dass wir unter den 3 Top-Nominierten sogar dürfen sein. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.